Hallo und willkommen zurück. Ja, dann legen wir mal los, ne? Ich bin gespannt, was wir da jetzt hinkriegen. Oder was passieren kann. Wir immer einfach alles ignorieren. Das machen wir auch mal so. Wir werden es nachher natürlich noch mal richtig machen. Ja, also das gute Ende. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Wow. Alice, du weißt, dass das nicht stimmt. Hm. Oder weiß Alice, dass sie ein Android ist? Wir wollen euch beiden keine Probleme machen. Wir gehen so bald wie möglich. Okay. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Ja, bleib mal locker. Guten Abend, Mem. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. War sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Ich komme nicht durch. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Hä? Okay, hätte ich jetzt eher was anderes gedacht. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Wir hatten mal einen. Ich sollte das wirklich mal aufräumen. Scheiße! Keine Bewegung! Nein, Luther! Oh. Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Luther!
Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Okay. Okay, Polizei ist gegangen und dann haben wir das. So. Okay, ich versuche mal was. Damit wir das auch mal hinkriegen. Luthers Tod ist traurig. Ich mochte ihn sehr. Er war jemand Besonderes. Jetzt müssen Kara und Alice ohne ihn weitermachen. Nicht lange. So, da. Hat, ja. Wir machen es mal trotzdem. Und die zwei schicken wir nach oben. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Und die Androiden machen wir trotzdem noch zu. Aber du willst es nicht sagen? Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Alice. Du weißt, dass das nicht stimmt. Dim, dim, dim. Ne, du. Lass mal reden. Ich hab doch was. Ich verstehe, dass du wütend bist. Wir wollen keine Probleme machen. Wir wollen nur über die Grenze. Oh, okay. So, Herr Polizist, kommen Sie mal. Ich muss hier noch Sachen verstecken. Ah. Ja, das hast du versteckt. Es ist die Polizei! Ja, bleib mal locker. Was machen wir jetzt? Luther, nimm Alice und versteckt euch. Wir müssen aufmachen. Oben. Komm, Alice. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Bleib mal locker. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, mach. Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Ja, eben gerade. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Typ mit Marke. Sonst noch jemand im Haus? Das
Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Danke. Spätestens seit ich hätte ich persönlich schon was gesagt. Ey, die sehen aus wie die auf der Zeitung. Ihre Tochter scheint aufgewacht zu sein. Ja, ist ein wildes Ding. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er macht sich nur Sorgen wegen dieser Abweichler. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, Adam. Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich hatte er genug Indizien gesehen gehabt. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Okay. Na gut, okay. Ja, dann können wir es auch so lassen. Komisch. War jetzt aber auch nirgendwo so eine Schlüsselaktion, ne? Und das wäre halt später halt blöd. Aber gut. Nun, machen wir weiter. Unsere Botschaft wird überall gezeigt. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Sie sehen Marcus' Botschaft als Drohung. Er tat das Richtige. Das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Eine Konfrontation führt nirgendwo hin. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden,
Wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mördern zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Du magst Menschen zu gern, Josh. Vielleicht ist dir ihr Leben wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Und was machen wir jetzt? Jetzt marschieren wir. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Wohl auch nicht. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. So, schauen wir mal. Darauf habe ich lange gewartet. So, diesmal haben wir keinen Rumknutschen, ne? Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Der Laden ist hier drüben. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Achso, erstmal scannen, ne? Siehst du das Alarmsystem? Gefunden. So, ich würde jetzt aber gerne die an den das Ding hier oben kaputt machen. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran. Ja, pass mal auf mich hier. Ich zeig dir das. Geht das? Ah, okay. Hä? Was wäre denn hier?
Tag. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. So. Du bist frei. Du bist frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Aha. Du bist frei. Was hat ziemlich Umwege, Mädchen? Was ist los mit dir? Halt! Du bist frei. Du bist frei. Ja, gleich. Du bist jetzt frei. Stört uns keiner mehr. Ja, auch gut so. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Ja, danke. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Zeig ich dir. Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Einen Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Da ist er. Halt. Ja. Überlegt, im Moment machen wir es so wie sonst. Warten wir noch. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Ja. Wir machen das so, wie wir es vorher gemacht haben. Nur halt, wenn wir denn angreifen können, dann wehren wir uns natürlich. Ja?
So, dass das Volk trotzdem mehr oder weniger auf unserer Seite ist. Weil momentan ist es ja auch feindliche sind. Oder naja, wir schauen mal. Das könnte gleich etwas lauter werden. Könnte. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ja, hätten wir auch anders haben können. Wecken wir die mal auf. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ach nur. Dreampartner, Traumpartner. Mhm. Sag der Herr Schnalles. North, alles okay? Holen wir sie heraus. Jetzt alle? Jo. Den stellen wir uns hier mal hier rauf. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir! Ich folge dir! Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Okay. Wir machen ein bisschen von beiden. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Die Monitore, Marcus!
Doch sie ist auch eine Wahrheit. Unsere Sache ist gerecht und wir werden diese Rechte kennen. Kein Mensch wird im Frieden leben, bis sie gefragt sind. Ihr wisst, ihr findet, was wir wollen. Und bei den Polizisten gleich werden wir auch anders reagieren. Da muss das mit der Entschlossenheit bei der Rede ist ein bisschen hart. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Marcus. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Das ist wahr. Hier lang! Feuer! North! North, was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ich hoffe, da ist jetzt nicht der Polizist mit dabei, der überlebt hat. Wäre jetzt blöd. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Ich
Der sieht verdammt ähnlich aus. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Kein Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Wir brechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern in der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von 2 Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Hm. Okay, wir waren trotzdem friedlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, einigen machen wir noch. Achso, ja, Kamsky. Ah. Wir wollen mit Hank ja dicke bleiben. Also werden wir Chloe diesmal auch nicht töten. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war gestern auf Streife und wurde von Abweichlern angegriffen. Sie haben seine Leiche gefunden, heute Morgen. Warum? Man hat ihn eiskalt mit seiner eigenen Dienstwaffe umgebracht. Er ist vor 3 Monaten Vater geworden. Verdammt! Warum ausgerechnet er? Ich kannte Officer Miller nicht gut, aber er war anscheinend ein guter Mann. Ja. Es tut mir leid, Lieutenant. Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Hi. Hi. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Pixelig, wa? Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch.
Nette Hütte. Okay. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenüber. Nee, das lassen wir mal, Hank. Ich hoffe, ihm da so einiges zu berichten. Amanda. Elijah empfängt sie jetzt. Ja gut. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Das war ein interessanter. Hi, Mädels. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer.
Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Hm. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Wir werden auf jeden Fall nochmal nach. Wir wissen, ob er das wirklich sagt. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Scheiße! Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Oh. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen, wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Hä? Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Okay. Achso, für das. Oder können wir auch hier neu laden? Nö. Gut. Na, sagst du was? Nö. Greife auf die Story-Grafik zu. Nee, das war zu weit. Da. Können wir hier auch schon... Hier geht's sogar noch weiter. Ah ne, Quatsch. Achso, das ist noch vom letzten Mal. Ja, okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Amanda. Hm.
Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Offenbar. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Nein, Hank. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Das ist cool. Könnte eine Vagina sein. Dem Typen würde ich irgendwie zutrauen, der ist irgendwie eklig. Wunderbar. Hab auf dich gewartet. Gleich werde ich dich erschießen. Elijah empfängt sie jetzt. Mr. Kamsky? Ja, toll. Einen Moment bitte. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wenn ein Krieg zwischen Menschen und Abweichlern ausbricht, sterben Millionen, Mr. Kamsky. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert?
Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Komm, einmal machen wir noch. Scheiße! Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wie sich Abweichung verbreitet. Androiden tauschen Identifikationsdaten aus, wenn sie sich treffen. Ein Fehler in diesem Programm würde sich wie ein Virus verbreiten und zu einer Epidemie werden. Der Virus würde zunächst ruhen, bis ein emotionaler Schock auftritt. Angst, Wut, Frustration. Und der Android wird zum Abweichler. Vermutlich begann es mit einem Modell, Kopierfehler. Einer 0 statt einer 1. Es sei denn, natürlich, es gab eine spontane Mutation. Mehr weiß ich nicht. Eine interessante Frage, Connor. Aber ich bezweifle, dass meine Antwort hilfreich ist. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Okay. Gut, jetzt machen wir wieder normal. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Fand ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Oh, das Ganze normal. So, zack, schön. Ja, schön. Guck mal, nochmal eine. Hübsches Mädchen. Ja. Sie haben recht. Ups, Entschuldigung. Sie ist wirklich hübsch. Amanda. Nette Hütte. Oh, Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Nein, Hank. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Oh, das glaube ich. Ah, okay. Elijah empfängt sie jetzt. Gut. Lass mich raten. Noch einen kleinen Moment. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte.
Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wenn ein Krieg zwischen Menschen und Abweichlern ausbricht, sterben Millionen, Mr. Kamsky. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens,
Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sag dir, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Yeah. Hank mag uns. Ernsthaft? Das war wirklich die andere Skulptur. Beziehungsweise beide mussten wir angucken. Oh Mann. Gut, Leute. Das war's. Für heute. Morgen geht's weiter. Also, lasst einen Daumen oben, macht ein Abo und dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Bis morgen. Ciao, ciao.